Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Jess? Jess! Oh, verdammter Scheiß! Jessica, ach komm schon. Jess! Süße, bist du da drin? Ah! Wow, shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Jess? Schatz? Licht meines Lebens? Jess? Wo bist du hin? Das ist nicht... Oh, oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Ich schwöre hoch und heilig, ich will mir das nicht. Nein, nein. Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht. Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Okay, schön. Du gewinnst. Oh, das ist doch kein Wettstreit. Aber ich gewinne. Jedes Mal. Aha. Wie du meinst, Babe. Heul ruhig weiter, Romeo, wenn's dir Spaß macht. Du weißt, ich hab's drauf. Was ist denn das? Hat da jemand geschrieben? Nein. Nein. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Oder so. Abartig. Was? Hörst du was? Nein. Hallo? Ist jemand da? Wir haben uns fast umgebracht.
hat was. Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Die ist toll. Ja. Yeah. Meine Liebe. Ich hab dich nur erschreckt und nicht völlig durchnässt. Hey, ich werde tun, was ich nur kann, um dich aufzuwärmen. Dann beeil dich aber mal. Unterschätze meine Aufwärmkünste nicht. Verdammt! Echt furchtbar. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Okay, Mann. Hey. Bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein, nein, nein. Nein. Okay. Okay. Gott. Wie soll ich? Ich kann nicht hinsehen. Okay. 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 Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab! Oh mein Gott, was soll eine Fahrt aus? Keine Ahnung! Eine Brücke, schnell an, hier lang, nein! Komm hier rüber! Ist mehr, bestimmt mehr! Da, da! Bleib auf dem Weg, wir sind fast da! Schon, wir müssen weiter! Ja! Ja! Nein! Hol die Schlüssel! Du musst die öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Oh, Schwachsinn! Nein, 100%, 100%, 110! Krass, ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas
die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Na, wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja, my lady. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Okay, Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Wenn du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Das macht es jetzt nicht wirklich besser.